Hallo und schön, dass du wieder reinschaust zu einem neuen Video. Heute gibt es einen DM-Haul und ich würde sagen, wir legen gleich los. Tja, als erstes Produkt möchte ich euch gleich das hier zeigen und das ist ein Pinselset von Essence. Das hat mich wirklich sehr angelacht und angesprochen, deswegen musste es einfach mit. Ist in einer total süßen Verpackung, auch sehr edel und schön, finde ich. Und wir werden jetzt hier gleich mal reinsehen. Und zwar ist es eine Pinseltasche, sehr schön gemacht. Ich finde, das ist ein tolles Geschenk vielleicht. Und wir schauen jetzt gleich mal rein. Sind drei Augenpinsel und drei Gesichtspinsel. Gefällt mir echt sehr gut. Das ist hier der Highlighter-Pinsel. Dann haben wir hier einen Blush-Brush. Dann einen Powder-Brush. Die Härchen sind sehr, sehr weich und sehr, sehr angenehm, finde ich. Dann ein Blender-Pinsel, ein Eyeshadow-Brush und ein Eyeliner bzw. Augenbrauen-Stift-Bürstchen. Ja. Ein 2-in-1 Produkt noch dazu. Tja, ob ich mir das behalte oder ob das vielleicht mal in eine Verlosung kommt, wer weiß. Vielleicht behalte ich es mir auch selbst. Packe es jetzt erstmal wieder hier rein und weiter geht's mit den nächsten. Und zwar habe ich dreimal hier zu diesem Badepuder gegriffen. Sprudelndes Badepuder. Und zwar in der Duftrichtung Bloomy Obsession. In der Duftrichtung Vanille und weißer Blüte. Und es riecht auch wirklich sehr edel. Und soll auch einen zarten Schaum ergeben. Habe ich dreimal mitgenommen. Vielleicht auch mal für eine Verlosung. Dann durfte hier von Balea eine Limited Edition mit dieser Lippenpflegestift in der Duftrichtung White Chocolate mit schokoladigem Duft für zarte Lippen. Und den habe ich auch dreimal mitgenommen, auch eventuell für eine Verlosung. Aber ich möchte ihn auch testen, denn ich liebe weiße Schokolade. Ich werde ihn jetzt mal öffnen und nur daran schnuppern, denn ich trage gerade einen Lippenstift. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Der riecht auf jeden Fall gut schokoladig, nicht dieses Kaffeeschokolade, sondern einfach nur noch Schokolade. Fühlt sich auch sehr pflegend an. Dann dürfte auch dieses gehypte Produkt mit, und zwar von Balea, diese Vitamin C Konzentrate für ebenmäßiges Hautbild, für Glow Antioxidativ strahlender Teint. Ein Vitamin-Power-Konzentrat sind zurzeit sehr beliebt und da durften auch drei Stück mit. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt. Lashes durften auch wieder mit und zwar einmal hier die 01 Single Lashes, die man sich einzeln aufklebt. Finde ich manchmal ganz praktisch, ist ein bisschen zeitaufwendiger, aber ja, man kann sich einfach die einzelnen Härchen so raufsetzen, wie man sie braucht und finde ich auch sehr natürlich, einfach nur ein bisschen dichter. Und dann durften hier wieder diese Catrice Hashtag Extreme Volume Wimpern mit diesen extra dünnen Bändchen. Und ja, ich finde, sie sind zwar doch sehr auffällige Wimpern, aber trotzdem noch irgendwie natürlich. Dann, und da konnte ich nicht widerstehen, war dieser Pinsel hier von Ebelin. Das ist eine neue Auflage. Ist es eine Limited Edition? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ein Lidschattenpinsel in Schräg. Ich packe ihn euch mal aus, damit das nicht so spiegelt. Ein wirklich sehr, sehr schöner Pinsel und ich denke, der wird unter meinen anderen Pinsel hier wirklich rausstechen. Aber wie gesagt, ich konnte da jetzt einfach nicht so widerstehen. Und ich finde aber auch, dass Ebelin immer wieder sehr gute Pinsel hat. Dann durfte hier ein Rasierer mit von Venus
Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, denn ich habe eigentlich davor immer diese Einwegrasierer verwendet, die man, tja, ein paar Mal verwendet und dann wegschmeißt. Und das finde ich dann doch immer ein bisschen, tja, nicht so umweltfreundlich, wenn man jedes Mal wieder einen kompletten Rasierer wegschmeißt. Und die halten ja immer auch nicht so lange, finde ich. Deswegen probiere ich jetzt mal diesen hier aus. Ist von Gillette Venus, der Smooth mit drei Klingen. Und ich bin echt gespannt drauf und hoffe auch, dass ich mir mit diesem Ding hier nicht so oft die Knöchel aufkratze. Und ja, das ist dann schon des Öfteren der Fall. Und vorsichtshalber. Hier sind eh zwei Stück dieser Klingen drinnen, aber vorsichtshalber habe ich mir eine Nachfüllpackung schon mitgenommen. Hier sind dann noch vier Klingen mit und ja, ich denke, da komme ich jetzt bestimmt einige Zeit aus. Denn mit einem Rasierer rasieren tue ich mich nur zur kalten Jahreszeit, im Sommer epiliere ich. Dann durfte endlich dieses Shampoo mit Weidenrinden, dieses Spezialshampoo von Rausch. Und zwar habe ich mir schon vor einiger Zeit, so lange ist es gar nicht her, dieses Lausstopp-Shampoo geholt, wenn man Läuse hat. Ich nicht, aber meine Tochter geht in den Kindergarten und da kann es dann doch schon irgendwann mal passieren, dass sie da was mit nach Hause nimmt. Und das ist einfach zur Vorbeugung, also sprich, wenn im Kindergarten ein Zettel klebt mit Achtung, irgendetwas hat Läuse, dann beginne ich mit diesem Shampoo und falls sie dann wirklich auch Läuse bekommen würde, ist dann das andere Shampoo, das ich im letzten oder vorletzten DM-Haul, ich glaube im vorletzten, geholt habe und ist auch gegen Schuppen, Rötungen, Juckreiz. Also ist bestimmt ein sehr, sehr gutes Shampoo, denn ich habe auch einiges bezahlt dafür. Ich finde halt immer besser Vorsorge als Nachsorge und deswegen habe ich jetzt auch schon zu dem hier gegriffen. Da wir schon von meiner Tochter reden, habe ich hier noch ein Produkt für sie und zwar ist das von Alvera Naturkosmetik, dieses Little Green Kids Shampoo und Conditioner in einen. Finde ich eine tolle Verpackung. Alvera Naturkosmetik ist da wirklich eigentlich ein ganz tolles Produkt und möchte schauen, dass ich zumindest auf jeden Fall für meine Tochter nur mehr Produkte kaufe, die entweder sehr mild sind, also diese Babyprodukte oder halt Naturkosmetik. Ja, ich habe da vor kurzem auch schon diesen Kämmspray von Alvera, auch diese Serie mitgenommen und jetzt durfte noch das Shampoo mit. Und er riecht, denke ich, genauso wie der Chem-Spray sehr stark nach Apfel. Na toll. Ja, riecht genauso wie dieser Chem-Spray und dürfte einmal für die Kleine mit. Dann habe ich letztens so in meiner App Code-Check gestöbert. Da schaue ich immer wieder ein bisschen nach, welche Produkte gute Inhaltsstoffe haben. Da ist mir eines ins Auge gestochen und zwar gibt es von Balea insgesamt nur drei Tuchmasken, die komplett ohne schlechte Inhaltsstoffe sind. Und zwar ist es einmal die hier, dann war das, glaube ich, die mit Beauty-Effekt, diese heißt die so? Effekt? Irgendwas mit Effekt war das. Und auch die Balea Tuchmaske Man war auch total mit guten Inhaltsstoffen. Und die hier, ja, und ich glaube, das war es dann auch schon. Ja, die hier ist auf jeden Fall mit Avocado und Honig, ist eine regenerierende mit Honigextrakt und Avocadoöl für normale und trockene Haut. Habe ich auf jeden Fall noch nie getestet. Und werde ich auf jeden Fall demnächst tun. Bei den Haarprodukten durfte auch für mich etwas mit und das ist eine neue Reihe von Gliss-Kur. Gliss-Kur hatte ich früher öfter verwendet, ist bestimmt schon 5 oder 10 Jahre her. Und ja, die haben etwas Neues rausgebracht, wo ich auch nur Gutes darüber gehört habe. Deswegen muss ich es natürlich auch testen und zwar von dieser Biotech Restore. Diese Shampoo und Spülung
ist einfach ein Kräftigungsshampoo bzw. Spülung für strapaziertes und beanspruchtes Haar. Stimuliert die Haarfolliken und kräftigt das Haar. The Science of Nature. Sichtbar verbesserte Haarqualität gegen Haarbruch, repariert und kräftigt, frei von Silikonen und künstlichen Farbstoffen. Und dazu durfte dann auch noch diese Sprühkur mit, diese Hair Repair Express Repair Spülung ohne Ausspülen für strapaziertes und beanspruchtes Haar. Ich habe mir gedacht, wenn, dann hole ich gleich alle drei zusammen und verwende es auch in Kombination. Ja, genau. Deswegen durften hier alle drei Produkte mit. Dann durfte nochmal einmal dieses Deo Taron mit von Balea in Pink Blossom 0% Aluminium, langanhaltender, blumig, frischer Duft. Und den verwende ich nicht als Deo, sondern als Body Spray. Und der ist echt, echt gut. Also statt einem Parfüm, sehr elegant und blumig. Toller Duft. Gefällt mir wirklich sehr gut. Es gibt da auch noch dann diese lila Verpackung, glaube ich. War das lila oder war das blau? Ich glaube lila. Die sind gleichzeitig rausgekommen. Die sind nämlich noch ziemlich neu. Aber da muss ich schon sagen, gefällt mir das hier einen Tick besser. Dann und jetzt zur kälteren Jahreszeit dürfte ein Tee mit, und zwar der hier von Neuners. Dieser Bio-Früchte-Kräutertee mit Vitamin C aus Bio-Acerola, Acerola, Immun Plus mit Vitamin C, und der ist echt gut. Also er sieht sehr gesund aus. Vielleicht ist er auch sehr gesund. Aber er schmeckt trotzdem wie ein Früchtetee, ist auch ein Bio-Früchte- und Kräutertee. Immun Plus, ja, gibt mir einfach das Gefühl, etwas Gutes zu tun und vielleicht nicht so anfällig zu sein bei Erkältungen. Kommt mindestens einmal jährlich ins Haus und meistens zur kälteren Jahreszeit. Wieder mal ein Gratis-Produkt, und zwar habe ich mir diesmal diese Zahncreme ausgesucht, und ich hätte mir echt nicht gedacht, dass das so eine Verpackung ist. Ich hätte mit so einem kleinen Testpröbchen gerechnet. Das ist eine stinknormale große Zahncreme. Pack's jetzt mal aus und ja, eine ganz normale Größe würde ich jetzt sagen und ist auf jeden Fall ein limitiertes Testangebot. Zahnfleisch und Zahnschmelz Pro Repair Original hilft, Zahnfleischprobleme zu reduzieren, hilft den Zahnschmelz zu reparieren, klinisch bestätigte Technologie. Ja, finde ich auf jeden Fall toll, dass es nicht nur immer diese kleinen Pröbchen gibt, obwohl ich mit denen auch mehr als zufrieden bin. Aber ja, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und muss auch dazu sagen, dass ich von Oral-B noch nie eine Zahncreme getestet habe. Also Premiere. Zu guter Letzt durfte noch eine auch eher sehr beliebte, würde ich sagen, eine Haarkur mit bzw. eine Haarmaske. Und zwar spreche ich von dieser hier, von Garnier, die wahre Schätze, 3-in-1 nährende Tiefenpflege, Maske mit Kokosmilch und Macadamia für gestärktes und fühlbar geschmeidiges Haar, natürliche Extrakte, nährt und pflegt. 300 Milliliter ist ganz schön ein großer Tiegel, würde ich sagen, und riecht auch sehr angenehm, riecht auch sehr stark nach Kokos und auch nach diesem Macadamia. Und einfach auch, um wieder für die Haare etwas Gutes zu tun. Tja, und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.